Schwerstarbeit leisten in diesen Tagen natürlich auch die Rechtsmediziner vor Ort zugeschaltet. Von der Berliner Charité ist mir jetzt Professor Dr. Michael Zokos. Er ist Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Hayali. Was passiert denn jetzt eigentlich genau vor Ort? Ja, also zunächst wird man sämtliche Leichenteile, die gefunden werden, in die Leichenhalle bzw. die provisorischen Leichenhallen bringen und dort eben DNA-Proben entnehmen und diese dann mit DNA-Proben, die man von den Angehörigen bekommt, von den Vermissten abgleichen. Vor gut 10 Jahren, also nach der Tsunami-Katastrophe, waren Sie in Thailand und haben dort auch mitgeholfen. Wie schwer ist das denn jetzt eigentlich, die Toten auch zu identifizieren? Also wie kompliziert ist diese Arbeit? Also es gibt kompliziertere Arbeiten bei Identifizierung, denn die Bedingungen sind relativ gut. Es gab offensichtlich keine Explosion, keine Brände, was eben die DNA degradieren würde. Die Wetterverhältnisse sind so, dass es eben nicht zu relevanten DNA-Degradierungen durch Hitze kommt, also sprich Fäulnisveränderungen. Insofern sind das Bedingungen, die zwar schwierig sind, aber durchaus zu meistern. Deswegen gehen die Zeitangaben vielleicht auch ein bisschen durcheinander. Zum Beispiel Frankreichs Präsident versprach, dass das jetzt in mehreren Wochen passiert. Ein Rechtsmediziner sagte, das kann mehrere Monate dauern. Helfen Sie uns weiter. Also die Wahrheit liegt dazwischen. Meiner Erfahrung nach werden die meisten, und damit meine ich etwa 95% der Vermissten, innerhalb von 1-2 Wochen identifiziert sein. Dann wird es natürlich immer wieder Problemfälle geben. Vielleicht auch jemand, der sich gar nicht auf dem Flugzeug befand, im Flugzeug befand, der aber auf der Passagierliste geführt wurde. Da wird es Einzelfälle geben, bei denen DNA-Vergleichsmaterial von den Angehörigen nicht zu erhalten ist oder wo es keine Angehörigen gibt. Aber das Gros der derzeit noch als vermisst geltenden wird innerhalb von 2 Wochen identifiziert werden. Eine Woche, was Präsident Hollande gesagt hat, ist sicherlich sehr optimistisch. Aber viel länger wird es tatsächlich nicht dauern. Und was können Sie eigentlich noch herausfinden, also neben der DNA und somit die Überreste einer Person auch zuzuordnen, können Sie auch was zur Ursache herausfinden? Also was steht da in Ihren Möglichkeiten? Also eine Möglichkeit, die auch in den letzten Tagen diskutiert wurde, ist die Haaranalyse. Man kann über die Untersuchung von Kopfhaaren, aber auch von Körperhaaren sehr viel aussagen über die Lebensgewohnheiten eines Menschen. Ob er Medikamente genommen hat, ob er Alkohol in exzessiven Mengen konsumiert hat, ob er vielleicht Drogen genommen hat, sprich Kokain, Cannabis, Amphetamine. Auch dazu kann man etwas sagen. Und das wird möglicherweise dann auch bei dem Co-Piloten, der jetzt ja im Fokus der Ermittlungen steht, relevant. Jetzt wollen wir über den Co-Piloten nicht spekulieren, also was im Moment natürlich getan wird, über die psychische Verfassung. Da gehen alle möglichen Argumentationen von links nach rechts. Aber die Frage, die eigentlich im Zentrum stehen sollte, ist natürlich auch die, wie kann man so ein Unglück verhindern? Das heißt, möglicherweise auch durch weitere psychologische Tests im Laufe einer Ausbildung, aber auch im Laufe natürlich der Arbeit. Was halten Sie davon? Können die wirklich was bringen? Ja, also wir an der Berliner Charité führen für einige Fluglinien bereits Untersuchungen von Haaren von Piloten durch. Das sollte meiner Meinung nach auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden, denn wir haben das in dem Beitrag eben gehört. Einen Psychologen, den können Sie täuschen. Der sagte uns ja, die Antworten sind immer so gut wie das, was der Pilot sagt. Aber eine Haaranalyse können Sie nicht täuschen. Und es gibt eben verschiedene Psychosen, verschiedene akute psychische Ausnahmezustände, die zum Beispiel durch Drogen, sei das Kokain, sei das Amphetamine, ausgelöst werden. Und zumindest diese könnte man mit solchen Haaranalysen ausschließen. Und deshalb ist es eben meine Forderung, Haaranalysen für sämtliche Piloten und Co-Piloten im Flugverkehr, um diese Möglichkeit schon mal ausschließen zu können. Denn das sind tatsächlich harte Fakten, die die Wissenschaft da liefern kann. Aber eine manische Depression, bipolare Störung und so weiter und so fort. Und wenn ich mich nicht mit Medikamenten behandeln lassen würde, die würden Sie auch nicht feststellen. Nein, aber das sind natürlich dermaßen massive psychische Veränderungen, die tatsächlich von einem Psychologen oder Psychiater erkannt werden sollten. Aber da gilt es natürlich dann auch engmaschigere Untersuchungen durchzuführen, als es jetzt offensichtlich der Fall ist. Und dann ist ja aber noch der zweite Weg. Also Sie stellen das fest, nur
das hilft ja erstmal dem Arbeitgeber nicht weiter. Das heißt, was halten Sie von der Schweigepflicht? Über die wird ja nun auch diskutiert, dass man die möglicherweise auflockern soll. Also was ich als Rechtsmediziner beziehungsweise jemand, der mit solchen toxikologischen Untersuchungen betraut ist, sagen kann, da greift die Schweigepflicht nicht. Denn derjenige, von dem wir die Haarprobe untersuchen, der gibt sein Einverständnis, dass die Haarprobe untersucht wird. Und das kann man natürlich in entsprechenden Arbeitsverträgen auch festlegen. Das heißt, hier kommt gar kein Bruch der Schweigepflicht in Betracht, weil die betreffende Person ja zugestimmt hat. Das ist entsprechend auch bei Vaterschaftsuntersuchungen der Fall. Das muss dann natürlich eine Grundvoraussetzung sein. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute bei uns im Morgenmagazin. Dr. Michael Zokos, der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts hier in Berlin an der Charité.